Ja, das Thema, das heute ansteht, ist die Frage, was wird sein nach dem Tode? Das ist eine Frage, die uns alle bewegt, ohne Ausnahme. Da war der Vater, der seinen kleinen dreijährigen Jungen zu Bett brachte und mit ihm das Abendgebet sprechen wollte. Und da sagt der kleine Junge: Du Papa, ich habe noch mal eine wichtige Frage. Sag mal, woher kommen eigentlich die Menschen? Na, sagt der Vater, fasst sich kurz, er sagt: Weißt du, Gott hat die Menschen aus Staub gemacht. Aha, sagt er, Staub gemacht. Naja. Nun lass uns beten, die Zeit eilt. Und da sagt der Junge: Ich habe noch eine zweite Frage. Du Papa, wie ist das eigentlich, wohin gehen die Menschen, wenn sie sterben? Und der Vater macht es auch kurz, viel kürzer, als ich das nachher machen werde. Und er sagt: Weißt du, sie werden wieder zu Staub. Der Junge denkt nach, ratter, ratter mit seinem Gehirn. Und er fasst mit der Hand unter das Bett, holt eine Handvoll Staub hoch und sagt: Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob er gerade kommt oder schon wieder geht. Wir sehen, dieser Junge hat wirklich mitgedacht. Und er hatte diese brennende Frage, diese beiden brennenden Fragen: Woher komme ich und wohin gehe ich? Und die haben wir auch. Und wir suchen eine verbindliche Antwort auf diese dringende Frage, möchte ich sagen. Eine dringende Frage, die uns sehr stark beschäftigt. Und wir wollen heute zu einer verbindlichen Antwort kommen. Dabei will ich so machen, dass wir verschiedene Kategorien einmal durchdenken, was Leute so zu diesem Thema gedacht haben, wollen dann prüfen, ob wir irgendetwas dabei finden, was uns irgendwo helfen könnte. In der Werbebranche hat man es sich zu eigen gemacht, dass man immer zielgruppenorientiert arbeitet. Also zum Beispiel, wenn ein Verlag naturwissenschaftliche Bücher herausgibt, dann versendet er die Prospekte natürlich an Wissenschaftler. Denn das ist die Käuferschicht, die dafür in Frage kommt. Oder eine Autozeitschrift wird sich wenden an Autofahrer und nicht nur an Fußgänger. Vielleicht interessieren Sie sich auch ein bisschen für Autos, aber man arbeitet zielgruppenorientiert. Und auch dieses schöne Modehaus, in dem wir jetzt hier schon 3 Tage sein durften, arbeitet in diesem Sinne zielorientiert. Denn hier in diesem Haus können sich die Damen wunderbar einkleiden. Aber nur die Damen. Aber die Herren der Schöpfung dürfen dabei sein, sozusagen zur Beratung. Aber nicht, dass sie selbst eingekleidet werden. Also auch hier sehen wir zielgruppenorientiertes Arbeiten. Und jetzt kommen wir zum Tod. Der Tod hat keine Zielgruppen. Hat er gar nicht nötig. Der sagt nicht: Ich nehme jetzt die Wissenschaftler, dann die und dann die. Er nimmt sie alle. Ohne Ausnahme. Und darum sind wir alle, die wir heute Abend hier sind, die Zielgruppe des Todes. Alle. Wir müssen alle einmal durch den Tod durch. Und darum brennt uns diese Frage so sehr auf den Nägeln und wir wollen eine verbindliche Antwort zu dieser Frage haben. Und darum müssen wir uns intensiv damit beschäftigen. Wenn wir einmal so durch die Kultur hindurchgehen würden und uns anschauen, dann stellen wir fest, dass alle möglichen Leute sich in irgendeiner Weise mit dem Tod beschäftigt haben. Sehr unterschiedlich, wir wollen so ein paar Dinge uns einmal ansehen. Zum Beispiel der Couplet-Sänger Otto Reuter hat ein Lied geschrieben, in dem er sich auch mit dem Tod beschäftigt. Hören wir uns einmal hinein in seine Denkweise. Er sagt: Und fürchte dich nicht, ist der Tod auch nah. Je mehr du ihn fürchtest, umso eher ist er da. Vor dem Tode sich fürchten hat keinen Zweck. Man erlebt ihn ja nicht. Wenn er kommt, ist man weg. Und schließlich kommen wir alle an die Reihe und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und dann geht es weiter. Darum hast du noch Wein, dann trink ihn aus und hast du ein Mädel, dann bring's nach Haus und freu dich hier unten beim Erdenlicht. Wie es unten ist, weißt du. Wie es oben ist, nicht. Nur einmal blüht im Jahr der Mai und in 50 Jahren ist alles vorbei. Soweit seine Gedanken. Wir wollen das alles mal so etwas als Anregung ansehen und immer prüfen, ob irgendwo etwas dabei ist, wo wir sagen können, das könnte richtig sein. Alle Kulturen, können wir sagen, der Welt haben sich mit dem Tod auseinandergesetzt. Diejenige Kultur, die das am allerintensivsten gemacht hat, ist die ägyptische Kultur. Die haben dem Tod nämlich riesige Denkmäler gesetzt. Wenn wir nach Ägypten fahren und dort die Pyramiden von Gizeh sehen, denn sehen wir, das sind gewaltige Zeugnisse einer Kultur, die geglaubt hat,
und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Die Cheops-Pyramide zum Beispiel wurde vor 4700 Jahren gebaut. 2,3 Millionen Steinquader sind verarbeitet worden. Jeder einzelne Steinquader wiegt 2,5 Tonnen. 100.000 Menschen haben 20 Jahre da lang gearbeitet. Die hatten wahrlich kein Problem mit der Arbeitslosigkeit. Die haben Pyramiden gebaut, weil sie glaubten, es gibt ein Leben nach dem Tod. Sie hatten ganz bestimmte Vorstellungen, wie das alles dort sein wird. Und so wurden entsprechende Geräte dort mitgegeben, in diese Pyramiden mit hinein für die Pharaonen. Aber auch die anderen, die da starben, nicht jeder bekam eine so große Pyramide, es hätte man gar nicht geschafft, so viele Pyramiden zu bauen. Aber sie wurden alle mumifiziert. Und es war so, so glaubte man, wer mumifiziert wird, der hat ein Leben nach dem Tod. Nur eine Gruppe war ausgenommen, die wurden nicht mumifiziert, das waren die Verbrecher. Und die bekamen auch die Todesstrafe, aber die Todesstrafe war weiter gar nicht schlimm für die Leute. Das Schlimme, die Tragik war für diese Leute, dass sie kein Leben nach dem Tod hatten. Wer nämlich die Todesstrafe bekam, hatte kein ewiges Leben, so glaubten sie. Und diese Mumifizierer, die das also nun alles vorgenommen haben, die Eingeweide rausgenommen haben, wir können uns das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie das alles ging, das waren Leute, die einen ganz üblen Geruch verbreiteten und auch selbst natürlich mit der Zeit diesen Geruch angenommen hatte. Man machte einen großen Bogen um die Leute, aber es waren die angesehensten Leute im Volk. Denn diese Leute brauchte man, das waren letztlich diejenigen, die einem dann zum ewigen Leben beförderten. So glaubte man. Es war eine Vorstellung, das war die Idee. Die Philosophen haben sich mit der Frage des Todes beschäftigt und Epikur meinte zum Beispiel, und das klingt so ähnlich, wie wir es eben gehört haben bei Otto Reuter, so ist also der Tod das schauervollste Übel für uns ein Nichts, also für uns Philosophen, meint er. Wenn wir da sind, ist der Tod nicht da, aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr. Wir sehen, so haben die Leute das auf philosophische Weise gelöst. Nietzsche, ein bekannter anderer Philosoph, ein großer Gegner des Christentums, ihm war sehr dran gelegen, dass Gott tot ist. Tod des Menschen war für ihn nicht von Interesse. Und er sagt, seit Gott im Grabe liegt, seid ihr erst wieder auferstanden. Nun erst wird der höhere Mensch Herr. Durch die sichere Aussicht auf den Tod könnte jedem Leben ein köstlicher, wohlriechender Tropfen von Leichtsinn beigemischt sein. Und nun habt ihr wunderlichen Apothekerseelen, und damit meint er die Verkündiger des Evangeliums, aus ihm einen übel schmeckenden Gifttropfen gemacht, durch den das ganze Leben widerlich wird. So war seine Meinung. Alle Religionen beschäftigen sich mit der Frage des Todes. Im Islam stellt man sich vor, dass dann für diejenigen, die dieser Religion geglaubt haben, das praktiziert haben, in ein Schlaraffenland kommen. Und da heißt es, in ihm sind Bäche von Milch, von Wein und geklärtem Honig. Die Gottesfürchtigen wohnen in zwei Gärten mit zwei Quellen. Sie lehnen sich auf Betten mit Futter aus Brokat. Und die Früchte der Gärten sind zum Greifen nah. Im Paradies befinden sich gute und schöne Mädchen. Wir sehen, es werden Wunschvorstellungen dieser Welt rüberprojiziert in dieses Schlaraffenland, das man sich dort vorstellt. Ein ganz großer, weiter Bereich, der sich mit der Frage des Todes beschäftigt, ist die Dichtung. Thomas Mann sagte einmal, wenn es den Tod nicht gäbe, gäbe es überhaupt gar keine Dichter. Sie hätten gar kein Thema. Fast richtig, es gibt noch andere Themen, aber viele dieser Dichter haben sich intensiv damit beschäftigt. Und so hat zum Beispiel der Dichter Ferdinand Raimund, der die Oper Der Verschwender geschrieben hat, dieses Hobellied gedichtet. Und in diesem Hobellied wird der Tod als ein Bruder dargestellt. Hören wir uns mal ein Stück weit dort hinein. Zeigt sich der Tod einst mit Verlaub und zupft mich, Brüder, komm, da stelle ich mich am Anfang taub und schau mich gar nicht um. Doch sagt er, lieber Valentin, mach keine Umstände, geh, da leg ich meinen Hobel hin und sag der Welt Ade. Bruder tot. Ganz simpel, ganz einfach, Hobel hinlegen, ab, und dann bin ich dort. So ist seine Auffassung. Der Tod wird auch dargestellt als ein Heldentod. Ernst Moritz Ahn zum Beispiel sagt, wir wollen heut uns Mann für Mann zum Heldentode mahnen. Auf, fliege stolzes Siegspanier, voran die kühnen Reihen.
wir siegen oder sterben hier den süßen Tod der Freien. Also der süße Tod. Wir haben schon verschiedene Varianten, was der Tod alles sein kann. Oder Heinrich Heine, der auch über die Frage nachgedacht hat, und ich möchte das mal überschreiben, was er geschrieben hat, militant bis in den Tod. Und er beschreibt, wie zwei Grenadiere, zwei Soldaten, beim Russlandfeldzug von Napoleon zurückkommen aus Russland. Und nun sind die beiden dort im Gespräch, beim Rückzug. Und sagt der eine zum anderen, gewähr mir, Bruder, eine Bitte. Wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit. Begrab mich in Frankreichs Erde. So will ich liegen und horchen still wie eine Schildwach im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wiehernder Rosse Getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen. Das war seine Idee. Aus dem Grab raus, Gewehr über, ich war Kaiser da beschützen. Das war die Idee. Wir sehen, was so alles so zusammenkommt. Aber derselbe Heinrich Heine hat auch gesagt, O löst mir das Rätsel des Lebens, das qualvoll uralte Rätsel. Sag mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Das war auch eine Frage, die ihn sehr bewegt hat. Eine ganz andere Variante zum Thema Tod finden wir bei Wolfgang Borchert, diesem Nachkriegsdichter, der dieses Bühnenstück geschrieben hat, draußen vor der Tür. Und in diesem Bühnenstück, da tritt nun der Tod als Person auf und auch Gott. Und die beiden sind im Gespräch. Es findet ein bemerkenswerter Dialog statt zwischen Gott und dem Tod. Blenden wir uns einmal kurz da hinein in dieses Gespräch. Da sagt zunächst Gott, ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Sehr finster. Und ich kann es nicht ändern, meine Kinder. Ich kann es nicht ändern. Finster, finster. Tod, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dich glauben sie, dich lieben sie, dich fürchten sie. Du bist unumstößlich. Dich kann keiner leugnen, keiner lästern. Ja, das ist gut. Du bist der neue Gott. An dir kommt keiner vorbei. Und du bist der neue Gott, Tod. Aber du bist fett geworden. Dich habe ich so ganz anders in Erinnerung. Viel magerer, dürrer, knochiger. Aber du bist rund und fett und gut gelaunt. Der alte Tod sah immer so verhungert aus. Und nun antwortet darauf der Tod in diesem Dialog, naja, ich habe in diesem Jahrhundert ein bisschen Fett angesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand. Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit. Hier sehen wir, bei dieser Variante wird also der Tod zum Gott erklärt. Da haben wir schon eine ganze Reihe von Darlegungen über den Tod. Was ist denn das Richtige? Nehmen wir noch einen Schauspieler hinzu, Kurt Jürgens, der bekannte Schauspieler der 50er und 70er Jahre. Er sagte kurz vor seinem Tod, Arbeit ist mein Leben, deshalb mache ich um jeden Preis weiter. Manchmal denke ich schon, dass ich vielleicht ein anderes Leben hätte leben sollen. Dann befällt mich die Angst zu sterben und ich zweifle, ob es richtig war, nicht an Gott zu glauben. Soweit er. Die Medizin hat sich beschäftigt mit der Frage des Todes, aber die Medizin fragt nicht, was danach sein wird. Die Medizin fragt nur, wann ist der Augenblick des Todes? Das ist für die Medizin eine bemerkenswerte Frage. Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften hat eine Definition gefunden für den Eintritt des Todes und das ist weltweit weitgehend anerkannt. Und man sagt, ein Mensch ist als tot zu betrachten, wenn eine oder beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind. Unumkehrbarer Herzstillstand mit der dadurch unterbrochenen Blutzirkulation im Organismus und damit im Gehirn. Das wäre also der Herz-Kreislauf-Tod. Oder der vollständige, unumkehrbare Funktionsausfall des Gehirns, also der Gehirntod. Es gibt ein Fachgebiet, das sich als Wissenschaft darlegt, das ist die Thanatologie, also die Sterbeforschung. Da sind einige Namen bekannt geworden. Dr. Elisabeth Kübler-Ross, Dr. Raimund Moody, es sind etliche Bücher geschrieben worden darüber. Und man hat immer wieder Sterbeerlebnisse, wie man sie nennt, zusammengetragen und gesagt,
Nach dem Tode erleben alle Menschen Licht. Sie werden durch einen Kanal irgendwie durchgeführt und sie sehen dann Licht. Egal, ob man geglaubt hat oder nicht, das spielt alles keine Rolle. Das Licht öffnet sich dann für jeden. Und dann irgendwann kehren die wieder zurück in ihren Körper und dann leben sie wieder weiter. Dazu muss man ganz deutlich sagen, das hat nichts zu tun mit dem Tod. Absolut gar nichts. Denn diese Leute waren nicht tot. Wer jenseits der Todesmauer ist, kommt nicht mehr zurück. Wir werden noch später nochmal darauf zurückkommen. Aber zunächst mal das, was wir sehen und beobachten, kommt keiner zurück. Da gibt es kein Zurück mehr. Der Tod ist eine absolute Einbahnstraße in dieser Welt, in der wir leben. Und da wollen wir uns nicht darauf einlassen, auf solche Aussagen, die dort immer wieder formuliert werden. Die Evolution hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Und die Evolution sagt, das ist uns ein willkommener Prozess, dieser Tod. Warum? Weil dadurch, dass es den Tod gibt, die weniger Angepassten dann wegsterben und nicht mehr die Chance der Vermehrung haben. Und die anderen, die schon besser sind, die bekommen diese Chance. Und so gibt es diese Höherentwicklung. Der Tod ist also ein notwendiger Faktor im Rahmen der Evolution. Und so sagt ein Mikrobiologe, das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Hier sehen wir, in dieser Darlegung wird der Tod zum Schöpfer des Lebens. Der Tod wird also zum Schöpfer auch des Menschen. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Meinungen gehört, von Darlegungen gehört und man könnte das noch beliebig weit fortsetzen. Es sollte nur einen kleinen Eindruck vermitteln. Und die Frage stellt sich, war irgendjemand dabei, der mir etwas Verbindliches sagen konnte, was wirklich nach dem Tode sein wird? Jetzt wollen wir Bilanz ziehen und ich muss sagen, nein, keiner. Immanuel Geibel, der deutsche Dichter, sagte, ein ewig Rätsel ist das Leben, ein ewig Rätsel bleibt der Tod. So ist es. Wir wissen wissenschaftlich nicht, was Leben ist. Und wir wissen nicht, von der Wissenschaft her können wir es nicht beurteilen, was nach dem Tode sein wird. Wir können aus uns selbst keine Antwort geben. Das ist die Bilanz aller menschlichen Bemühungen zu dieser Frage. Wer könnte uns eine Antwort geben? Wer hätte die Kompetenz, uns diese Frage zu beantworten? Ich würde fordern, dass dieser selbst durch den Tod durchgegangen ist, aber wirklich tot war und dann den Tod besiegt hat und zurückgekommen ist. Dem könnte ich glauben. Das wäre eine Bedingung. Er müsste selbst Macht haben über den Tod, dass das keine Grenze für ihn ist. Das müsste er zeigen, an Beispielen deutlich machen. Und er müsste vertrauenswürdig sein, sodass das, was er uns sagt, Wahrheit ist, dass das verbindlich ist. Wenn so einer wäre, dem würde ich glauben. Darauf würde ich mich gründen. Der muss aber diese knallharten Bedingungen erfüllen. Und diese Bedingungen erfüllt kein Mensch, niemand. Es bleibt nur noch ein einziger übrig. Und das ist Jesus. Er kam in diese Welt als Sohn Gottes. Er wurde Mensch hier, lebt eine Zeit mit uns. Er wurde gekreuzigt. Er war wirklich tot. Er hatte viele Gegner und die haben sich davon überzeugt, dass er wirklich tot ist. Sie wollten ganz auf Nummer sicher gehen. Und sie haben eine Lanze in die Seite reingestochen, damit das Blut abfloss. Er war wirklich tot. Es war sowieso brenzlig gewesen, denn er hatte gesagt, ich werde am dritten Tage auferstehen. Nun wollte man alles nied- und nagelfest machen. Man legt ihn in ein Grab, hat einen riesen Stein davor gewälzt, den keiner bewegen konnte. Man hatte Wachen davor gemacht. Alles wurde dreidimensional abgesichert. Und dann am Ostermorgen, der Stein war weg und er war auferstanden. Und es waren Zeugen, die das gesehen haben. Einmal waren es 500 Brüder, heißt es auf einmal. Nehmen wir die Schwestern dazu, kommen wir schon auf 1000. Die Kinder, dann waren es schon weit über 1000. Die haben das auf einmal gesehen. Die Jünger haben das gesehen. Die Frauen, die zum Grab kamen, haben das gesehen. So gibt es Zeugen dafür. Das hat eine Basis, dass er wirklich lebt.
Und ich würde heute Abend hier nicht stehen, wenn er nicht Realität in meinem Leben ist, dass ich bezeugen kann, er lebt und hat mein Leben verändert. Er hat mein Leben im Griff und er führt mein Leben. Und ich bin in guten Händen bei ihm. Er lebt wirklich. Er ist wirklich da. Das ist großartig. Und so können wir uns auf ihn verlassen, was er sagt. Denn er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Das konnte niemand sagen. Niemand auf der Welt kann sagen, ich bin die Wahrheit. Wir können höchstens mal sagen, ja, in dem Fall habe ich die Wahrheit gesagt. Oder ich habe ihm mal die Wahrheit geblasen. So können wir auch schon mal sagen. Meinen wir was anderes mit. Aber er konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Alles, was ich sage, stimmt, ist nachprüfbar. Das ist von anderer Qualität. Das konnte er sagen. Er verdient absolute Vertrauenswürdigkeit. Und so wollen wir darauf hören, was er uns sagt. Zunächst einmal möchte ich Ihnen ein Bild zeigen. Ich habe hier ein Bild. Auf diesem Bild sind 4 Totenköpfe drauf. Die sind in einer Kirche auf einem Steinsims hingelegt. 4 Totenköpfe. Und darüber hat jemand ein Schild geschrieben. Und da steht, wer war der Tor, wer Weiser, wer Bettler oder Kaiser. Das haben wir unsere Probleme, nicht? Jetzt geht das Problem der Identifikation los. Wer war der Mann, der säckeweise Diamanten und Gold hatte, der den Marschallstab hatte, der die Krone trug? Und wer war der, der Bettler war, in Lumpen gekleidet, ständig einen knurrenden Magen, nie genug zu essen? Wer war der Tor, der Quatschkopf, nicht wahr, der immer Blödsinn redet? Und wer war der Weise? Wer? Man kann es nicht mehr unterscheiden. Und wir sind fast geneigt, ein zweites Schild anzufertigen und schreiben oben drüber, der Tod macht sie alle gleich. Ja? Sind Sie auch der Meinung? Wer ist mal der Meinung? Wollen wir einfach mal hören, wir machen ja, Meinungsumfragen sind ja üblich in unserer Zeit. Wer würde also so ein Schild mit unterschreiben, der Tod macht sie alle gleich? Mal so handhalten. Das ist hoch. Ja, eine ganze Menge. Na gut, das ist eine klare Antwort, die Sie gegeben haben. Wir wollen uns mehr damit beschäftigen, um das rauszukriegen. Ob der Tod nun wirklich alle gleich macht, so wie es diese Schädel zunächst einmal uns vorgeben. Wir merken, dass im Tod, im Sterben der Menschen, es schon große Unterschiede gibt. Es ist gar nicht so gleich. Paulus sagt und schreibt das im Brief an die Philipper, ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er wusste, wenn ich sterbe, ich mache den größten Gewinn meines Lebens. Während der russischen Oktoberrevolution hatte man ein paar Leute gefasst, die von sich bezeugten, dass sie an Jesus Christus glauben. Die konnte man nicht gebrauchen. Da hat man gesagt, kommt her, ihr werdet jetzt ertränkt. Aber ihr bekommt noch eine Chance, wenn ihr wieder ruft, könnt ihr weiterleben. Da sagt der eine von denen, wir gehen jetzt zu unserem Jesus. Was macht's? Ob zu Lande oder zu Wasser. Eine Unerschrockenheit, wie die in den Tod gehen. Koste es, was es wolle, der Tod macht uns gar nichts aus. Und sie gingen in den Tod. Welch eine Festigkeit, welch einen Standpunkt, kann man darüber staunen. Vor einiger Zeit las ich in einer Zeitung, wo man das so, wir kennen das so mit den Todesanzeigen, schwarz umrändert. Unter vielen Todesanzeigen steht da eine ganz merkwürdige Anzeige, nämlich da steht drüber Lebensanzeige. Was ist das denn nun wieder? Unter allen Todesanzeigen schreibt einer Lebensanzeige. Hören wir mal hinein, was der da schreibt. Unser Herr und Heiland Jesus Christus holte in den Mittagsstunden des 1. Dezember meinen Freund und Bruder Willi Tupat, genannt der fröhliche Willi, Flohmarktmissionar und von Mann zu Mann Evangelist, im Alter von 56 Jahren durch einen plötzlichen Tod zu sich in seine Herrlichkeit. Sein in letzter Zeit wiederholt und wenige Stunden zuvor geäußerter Wunsch, ich habe Sehnsucht abzuscheiden und vereint zu sein mit Christus, ist damit Wirklichkeit geworden. Das wusste der genau, wo der hingeht. Ich hielt irgendwo den Vortrag, da kommt hinterher jemand auf mich zu und sagt, das habe ich geschrieben. Den Auftrag hat der mir gegeben. Ich kannte ihn persönlich. Und er wollte das so, dass
bei seiner Anzeige, wo dann bekannt gegeben wird, dass er stirbt, dass da Lebensanzeige drüber steht und ja nicht Todesanzeige, weil er ins Leben geht. Das wusste er. Großartige Sache. Wenn einer das so weiß, super. Der Tod hat offenbar keine Macht über diesen Mann. Aber so sterben nicht alle. Es gibt auch das andere. Von dem Leibarzt Napoleons ist berichtet, der sagt, der Kaiser stirbt einsam und verlassen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Fürst Talleyrand, einer der reichsten Männer Frankreichs, starb mit den Worten, ich leide die Qualen der Verlorenen. Und der britische Staatsmann, der als Sieger beim Zweiten Weltkrieg hervorging, einer, der die Geschicke der Welt geregelt hat, der die Landkarte, die wir heute in Europa haben, mitgestaltet hat, ein mächtiger Mann also. Was sagt er am Ende seines Lebens? Er sagt, welch ein Narr bin ich gewesen. Total daneben gelebt. Ich habe das Entscheidende nicht gemacht. Ich habe keine Vorsorge für den Tod getroffen. Das ist schlimm. Das ist Tragik. Wir schließen für alle möglichen Dinge Versicherungen ab. Es gibt ja für alles Versicherungen. Aber haben wir die Versicherung abgeschlossen für den Tod? Die müssen wir abschließen. Das werden wir heute tun. Heute werbe ich zum Abschluss der Versicherung gegen den Tod. Das werden wir machen, ganz sicher. Aber wir müssen erst so weit kommen. Wie ist das? Also, wir sehen, im Tod sind wir nicht alle gleich. Das sieht man schon im Sterben. Es ist ein großer Unterschied, im Sterben schon. Also das Schild, was ich vorhin so angeboten habe, der Tod macht sie alle gleich, müssen wir schnell wieder zurückziehen. Es stimmt nicht. Der Tod macht sogar den größten Unterschied. In dieser Welt haben wir schon große Unterschiede. Wir haben sehr reiche Männer, wie Mr. Rockefeller und Bill Gates und alles. Das sind Milliardäre. Und es gibt andere, die sind bettelarm und sitzen irgendwo an der Straßenecke und versuchen, ein paar Groschen zu kriegen. So große Unterschiede gibt es in dieser Welt. Da sind einige kernig und gesund und melden sich an bei der Olympiade und gewinnen die Goldmedaille und der andere liegt im Bett und kann sich kaum rühren, hat Krebs. So ein großes, der Unterschied. In diesem Leben gibt es große Unterschiede. Aber im Tod wird der Unterschied viel, viel größer. Und zwar so groß, dass wir uns den Unterschied überhaupt nicht richtig ausmalen können und vorstellen können. Das wollen wir uns aber dennoch ein Stück weit ansehen. Derjenige, der uns das gelehrt hat, uns das gesagt hat, ist der Herr Jesus. Auf ihn wollen wir hören, was er uns zu dem Thema sagt. Macht der Tod sie wirklich alle gleich? Schauen wir einmal hinein. Es sind, wenn wir durch das Tal des Todes durchgegangen sind, gibt es nur zwei Wege. Nichts anders. Nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Nur zwei. Der eine, schauen wir uns das an, wie das beschrieben wird, der eine Weg wird sein Vereinigung mit Gott. In Matthäus 25, Vers 34 lesen wir, kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Das wird der Herr Jesus einer versammelten Menschenmenge sagen. Kommt her, ihr seid gesegnet, das ganze Reich Gottes, der ganze Himmel gehört euch. Kommt her, nehmt es jetzt in Empfang. Das wird der einen Gruppe gesagt. Und was wird der anderen Gruppe gesagt, Matthäus 25, Vers 41, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Was für ein Unterschied! Das ist ja nicht nur meilenweit, das sind Zehnerpotenzen, das sind Unterschiede, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wie das hier gesagt wird. Ganz, ganz weit. Da sind die Unterschiede in dieser Welt gar nichts gegen. Da könnten wir sagen, das ist alles Gleichmacherei in dieser Welt. Wenn wir diese Unterschiede im Vergleich sehen, was danach sein wird. Für die einen wird es Erlösung sein und für die anderen wird es Verdammung sein, so sagt es die Bibel. In Philipper 1, Vers 23 heißt es, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und in Markus 16, Vers 16 lesen wir, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Soweit liegt das auseinander. Die Bibel beschreibt uns das in verschiedenen Wörtern, in verschiedenen Vokabeln, sodass wir das wirklich alle verstehen.
damit niemand auch unter uns ist, der sagt, das habe ich nun nicht begriffen, worum das da nun wirklich geht. Für die einen wird es Gewinn sein, für die anderen Verlust. Das ist vielleicht die Ausdrucksweise für die Geschäftsleute, dass sie das auch verstehen. Denn das sollen alle begreifen. Philipper 1, Vers 21, da lesen wir, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es kommt der größte Gewinn. Aber in Lukas 12, Vers 20 steht von einem, dem wird gesagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Du hast falsch gelebt, du hast falsch gebucht. Das war nicht richtig. Jetzt bist du verloren. Keine Chance. Wir sehen auch hier, nach dem Tode gibt es keine Chance, noch irgendetwas zu korrigieren. Dass Menschen immer wieder hergekommen sind und alles Mögliche da an Ideen erfunden haben, soll uns überhaupt nicht kümmern. Wir halten uns einzig und allein an dem, was uns Jesus sagt und seine Apostel. Das ist verbindlich, das gilt, das ist autorisiert, das ist die Wahrheit. Und es geht weiter. Es wird Annahme sein oder Verwerfung. Matthäus 20, Vers 40 lesen wir, dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen, und steht im selben Vers, und der andere wird verworfen werden. Angenommen oder verworfen. Das ist weit. Nicht irgendwas dazwischen, so halb angenommen. Nein, ganz vollständig verworfen. Im Alten Testament, im Propheten Daniel, Kapitel 12, Vers 2, da heißt es, und viele werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, und viele werden aufwachen, etliche zu ewiger Schmach und Schande. Das ist ein großer Unterschied. Da wird nichts gleich gemacht. Ein riesenweiter Unterschied wird hier gemacht zwischen einzelnen Menschen. Und wir können jetzt schon eines festhalten, eines von beiden wird mit hundertprozentiger Sicherheit auf uns zutreffen. Irgendwo, eins von beiden werden wir sein. Entweder sind wir Angenommene oder Verworfene. Entweder sind wir Erlöste oder wir sind Verdammte. Entweder haben wir das ewige Leben oder wir haben das ewige Leben nicht. Nur diese Zweiteilung gibt es. Nichts anderes dazwischen. Das ist die klare Aussage, die uns Jesus sagt. Jetzt ist ja eine ganz wichtige Frage. Was muss ich tun, dass ich zur richtigen Seite gehöre? Das ist ja die wichtigste Frage jetzt. Wenn das da so ist, dass es diese beiden Wege gibt, muss ich wissen, wohin ich komme. Das will ich auch wissen. Ich will das im Hier und Heute wissen, denn danach, sagt die Bibel eindeutig, habe ich keine Chance mehr, das noch irgendwie zu entscheiden. Ich muss es jetzt tun. Ich muss es hier tun. Darum machen wir diese Veranstaltung. Jetzt könnte man meinen, Gott hat einen großen Würfel und dann nimmt er einen großen Würfel und probiert, nicht wahr, wie die Würfel fallen. Wenn da drauf steht oben, gerettet, haben wir Glück gehabt. Steht drauf, verloren, haben wir Pech gehabt. Nein, so ist es nicht. Ganz deutlich nicht. Es hängt ab von unserer eigenen, von unserer persönlichen Entscheidung. Es hängt ab davon, in welcher Situation, in welcher Perspektive wir zu Jesus Christus stehen. Davon ist alles abhängig. Nur davon, wie wir zu ihm stehen. Gott hat seinen Willen eindeutig bekundet. Schon im Alten Testament, beim Propheten Hesekiel lesen wir, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. Das will er. Gott hat also verordnet, dass er uns das Leben geben will und er will uns das ewige Leben geben. Das ist sein Ziel. Und er möchte, sein Wille, kann ich ganz deutlich aussprechen von diesem Wort her, er möchte, dass alle, die heute hier in diesem Modehaus Mühlhäuser versammelt sind, dass sie alle einmal im Himmel sind. Das ist der Wille Gottes. Er möchte das. Er möchte uns alle dorthin haben, ohne Ausnahme. Das ist sein Wille. Wir müssen nur unseren Teil tun, damit wir dort wirklich auch hingelangen. Das geht nicht automatisch, sondern Gott befragt uns nach unserem Willen, was wir wirklich wollen, wohin wir aufbrechen. Damit wir wissen, wohin wir aufbrechen, muss ich beide Situationen schildern. Ich muss beide Situationen darstellen. Was bedeutet Verlorenheit und was bedeutet Rettung? Und das sind keine milden Worte, wir werden das gleich sehen,
Das sind knallharte Worte, die der Herr Jesus gesprochen hat, die ich nicht erfunden habe, sondern die wir so in der Bibel vorfinden als sein Wort. In Matthäus 5, Vers 29 sagt der Jesus bis 30, wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Hier sehen wir, der Wille Jesu ist genauso. Der Jesus will nicht, dass wir an diesen Ort der Hölle kommen. Das ist für ihn auch schrecklich, wenn wir dorthin kämen. Ganz schlimm. Da ist er traurig drüber. Das will er nicht. Damit wir dort nicht hinkommen, ging er an das Kreuz und bezahlte alle Sünde. Er hat alle Sünde bezahlt. Jetzt müssen wir nur noch zu ihm kommen und ihm sagen, Herr Jesus, nimm alle meine Sünde aus meinem Leben raus, mache mich neu und ich möchte dir folgen, du sollst mein Herr sein. Mit dir will ich es halten, mit dir will ich gehen. Du sollst der Kapitän auf meinem Lebensschiff sein, das ist gefragt. Nicht der Matrose, dass wir uns recht verstehen, das ist überhaupt nicht gemeint. Viele Leute in unserer Welt fahren mit Jesus als Matrose. Können sie mal gebrauchen zum Deckschruppen. Ist überhaupt nicht angesagt. Der Jesus will Herr sein, und ich übersetze das so, er will unser Kapitän sein, der das Lebensschiff lenkt und führt, dann werden wir sehen, das gelingt. Wenn wir das klappen, in allem, was wir tun. Sicherlich werden wir Probleme haben, das damit nicht gesagt. Niemand wird in dieser Welt durch diese Welt gehen, ständig auf einem roten Teppich, der da ausgebreitet wird. Oh nein, wir kriegen Probleme in dieser Welt. Schon vielleicht deswegen, dass wir an den Herrn Jesus glauben. Das wird auch Probleme bringen. Wir werden schon Probleme haben. Aber wir haben einen Kapitän, der uns sicher führt und der uns bis zum Ziel bringt, bis zum Himmel. Das ist sein Wille. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, nicht wahr, über die Hölle zu sprechen, ist ja schlimm, nicht wahr, ist ja schrecklich. Man darf den Leuten doch nicht Angst machen. Naja, ich frage mich, wie ist das eigentlich? Stellen wir uns vor, bei uns im Siegerland, da oben, in Westfalen, da gibt es eine riesige Talbrücke und die geht über die Berge hinweg. War die teuerste Autobahn, die wir in Deutschland haben. Eine riesige Talbrücke wird überspannt von einer Betonbrücke. Stellen wir uns einmal vor, diese Betonbrücke ist in der Nacht eingestürzt. Und wir fahren dort so mit 100, 120 jetzt dorthin und bemerken gerade noch rechtzeitig, die Brücke ist eingestürzt. Was machen wir? Na ja, wir gehen sofort in die Bremsen. Und was machen wir dann? Dann steigen wir aus, stellen die Warnreiecke auf, stellen alle Blinklampen an und warnen die anderen und sagen, stopp, ja, nicht dahin. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, Quatsch, ich bin gestern noch hier gefahren, warum soll ich heute nicht fahren können? Der will mich nur aufhalten. Und fahren und rasen weiter und fallen in den Abgrund. So ist das. Und so gibt es Leute, die sagen, ja, diese Hölle gibt es überhaupt nicht. Und was tun sie? Sie fahren mit mathematischer Pünktlichkeit in den Abgrund. Das tun sie. Und darum müssen wir wissen und müssen diesen Ort kennenlernen, wohin wir kommen könnten. Und wir machen diese Veranstaltungen, um Menschen die beste Botschaft zu sagen, die es gibt. Dass wir geplant sind, gebucht sind, gewollt sind von Gott und von Herrn Jesus für den Himmel. Dazu sind wir gebucht. Das ist die eigentliche Absicht. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit jemandem, mit dem ich dienstlich zu tun hatte. Und ich gab ihm zum Schluss eine Kassette mit dem Thema des heutigen Abends. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich habe ihm das so ganz unvermittelt gegeben. Ich sage, wenn Sie jetzt da mit dem Auto zurückfahren, vielleicht haben Sie Zeit, einmal diese Kassette zu hören. Da guckt er, Leben nach dem Tod. Ich sagte, das ist mein Thema. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie, dass das mein Thema ist? Beschäftige ich mich jahrelang mit. Oh, ich sage, das ist ja prima. Passt, kommt ja gut zusammen. Ich sage, und was ist Ihre Lösung? Was haben Sie gefunden? Er sagte, ich weiß jetzt schon, was ich auf meinem Grabstein einmal schreiben werde. Ich sagte, das interessiert mich, was schreiben Sie drauf? Und er sagte mir, ich werde drauf schreiben, jetzt weiß ich die Antwort. Ich sagte, zu spät, das ist zu spät. Sie müssen es heute wissen. Sie müssen heute ganz genau wissen, wohin Sie gehen. So wie dieser Mann, der da Lebensanzeige, das müssen Sie heute wissen. Hoffentlich hat er die Kassette gehört. Da war drauf zu lesen, zu hören, wie das geht. Und ich hoffe, ihn dann an der richtigen Stelle wiederzufinden. Nämlich dort, wo Gott uns hinhaben will.
Die Menschen haben sich so viele Wege ausgedacht, wie man wohl in den Himmel kommen kann. So viele eigene Wege, staune darüber, was da so für Ideen kursieren. Eine ganz sonderbare Idee habe ich gehört, als ich vor einiger Zeit in Weimar war. In Weimar gibt es die Fürstengruft und neben der Fürstengruft gibt es eine orthodoxe Kirche. Auf diesem Bild sehen Sie das hier mal. Und dort in dieser orthodoxen Kirche, da liegt ein Sarg von Maria Pawlowna. Und diese Frau hat sich Gedanken gemacht über den Tod. Und sie hat ein Testament geschrieben und da hat sie geschrieben, wie das einmal sein soll mit ihrem Sarg. Wie das einmal mit ihrem Tod, wie man damit umgehen soll. Und sie hat verfügt. Sie war die Tochter des russischen Zaren und so hat sie gesagt, ich möchte beerdigt werden in Russlands Erde. Punkt 1. Ich möchte es so haben, dass mein Sarg in einer orthodoxen Kirche steht. Und ich möchte so das haben, dass mein Sarg neben dem Sarg meines Mannes steht. Und vierte Bedingung, ich möchte, dass mindestens einmal im Jahr die Sonne auf meinen Sarg scheint. Ideen, nicht? Solche Ideen haben die Leute. Nachher kam der Architekt, nicht wahr, der hat das Testament gesehen, der stand vor großen Problemen, wie mache ich das? Da haben die mit 24 Ochsenkarren, damals, das war im vorigen Jahrhundert, haben die Erde aus Russland her transportiert. Jede Menge, mehrere Kubikmeter Erde transportiert. Da haben die das ausgeschachtet und haben erstmal die russische Erde reingepackt. Dann haben die eine Kirche gebaut, denn sie wollte ja in einer Kirche da liegen mit ihrem Sarg. Nebenan liegt die Fürstengruft, wo auch Schiller und Goethe sind. Und da hat man ganz an der äußersten Kante der Fürstengruft, dieses Gebäudes, den Sarg nun dieses Herrschers daneben gestellt. Und nun unmittelbar daneben, neben Gebäude an Gebäude, man sieht das hier, das sind zwei verschiedene Gebäude, Gebäude an Gebäude, nun liegen beide Särge. Also waren jetzt schon die Bedingungen erfüllt. Jetzt musste noch Sorge dafür getragen werden, dass das Licht auf den Sarg scheint. Dann haben die das so gemacht, so gelöst. Die haben also dort oben in der Kirche ein großes Rundfenster gemacht, wo die Sonne reinscheint. Und dann in der Kirche so eine gusseiserne Platte, die durchlöchert ist. Und wenn jetzt die Sonne reinscheint, dann kommt das gerade so hin, weil sie unten im Keller liegt, dieser Kirche. Am 21. Juni, also beim Höchststand der Sonne, haben wir ja jetzt bald, dann wird das sein, dann scheint die Sonne durch das Fenster rein, dann durch die gusseiserne Platte und dann auf den Sarg. Nicht? Solche Ideen haben die Leute entwickelt. Und es gibt viele Ideen, was die Leute sich vorgestellt haben, wie das einmal, was ihnen wohl helfen würde im Tod. Und man kann sagen, muss man alles nicht machen. Gar kein Problem. Ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, dass wir in diesem Leben mit unserem Leben gebucht haben, wohin wir gehen. Und so will ich in den verbleibenden Minuten, wo ich noch reden will, diese beiden Unterschiede uns einmal sehr deutlich vor Augen führen und auch sagen, wie man dorthin kommt, damit wir wissen, dass wir eine klare und eine eindeutige Entscheidung treffen können. Ich habe viel nachgedacht über diese Frage von Himmel und Hölle. Es bewegt mich sehr. Wie ist das eigentlich wirklich? Ich habe viele Stellen der Bibel gelesen, immer wieder neu. Um das richtig rüberzubringen, ist mir ein Anliegen, dass das richtig verstanden wird. So wie der Jesus das will. Und ich bin dadurch zu dem Ergebnis gekommen, dass ich zwei Sätze formulieren werde. Zwei Sätze. Hören Sie diese beiden Sätze. Auf der Erde gibt es keine vorstellbare Situation, die so schön ist wie im Himmel. Ich wiederhole nochmal. Auf der Erde gibt es keine Situation, zu keiner Zeit, die so schön ist wie im Himmel. Und zweiter Satz. Auf der Erde gibt es andererseits keine Situation, die so schlimm, so schrecklich, so furchtbar ist wie in der Hölle. Zu dem Ergebnis bin ich gekommen nach intensivem Lesen über diese Frage an der Bibel, was der Jesus uns gesagt hat, was wir dort lesen. Und das muss ich begründen, damit wir das verstehen, was gemeint ist. Auf dieser Erde gibt es viele, viele schöne Erlebnisse. Ich greife mal vielleicht das Allerschönste heraus. Das ist, wenn ein junger Mensch einen Ehepartner findet und sich so richtig verliebt, dann sieht die Welt plötzlich anders aus. Nicht? Dann ist man so verknallt und so verliebt und man sagt das ja auch sprichwörtlich, da hängt der Himmel voller Geigen. Das ist schön. Und ich komme jetzt zum zweiten Punkt, was ich sagte, die Dichter, der Stoff der Dichter ist über den Tod, aber der Stoff der Dichter geht auch über die Liebe. Und sie haben fast alle über diese Liebe gesprochen, zwischen zwei Menschen. Und das ist oft schön formuliert.
weil das auch wirklich etwas Schönes ist in diesem Leben. Und so schreibt Schiller in der Glocke, es geht ja um die Glocke, um den Glockenguss. Was hat da so ein Lied zu suchen? Aber doch, das war ihm wichtig und er schreibt dort, O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen, der ersten Liebe goldene Zeit, das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit. O, dass sie ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe. Nicht? Wir merken, wie er das, wie ihm die Worte da so zu Pass kommen, wie er das beschreibt, diese Liebe, diese junge, zarte Liebe, die jetzt hier so zum Ausdruck kommt. Und so haben viele Dichter darüber geschrieben, und ich möchte Ihnen noch eine zweite Strophe vorlesen. Ich will Ihnen sagen, das ist ein schönes Lied, das mir persönlich so gut gefällt. Es ist das Lied Ännchen von Tharau. Ännchen von Tharau ist ein ostpreußisches Lied, und das ist natürlich für mich als Ostpreuß was Besonderes. Außerdem, die Worte, die dort so geformt sind, gefallen mir sehr gut. Und so lese ich eine dieser Strophen einmal vor aus dem Lied Ännchen von Tharau, wo auch diese Liebe so beschrieben wird. Natürlich, wenn wir jetzt hinhören, werden wir merken, das ist alles so ein bisschen überzogen, ja? Also nicht so ganz realistisch. Ob der das nun wirklich so machen würde, wie es hier steht, wollen wir dahingestellt sein. Aber wir merken, der Wille ist da, die Liebe ist da, es brennt, nicht wahr? Das ist eine großartige Sache. Und da heißt es in diesem Lied, würdest du gleich einmal von mir getrennt, lebt es da, wo man die Sonne kaum kennt. Ich will dir folgen, durch Wälder, durch Meer, Eisen und Kerker und feindliches Heer. Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonne, mein Leben schließt sich um deines herum. Wunderbar formuliert, ja. Da ist irgendwo Liebe im Spiel. Das wird hier ausgedrückt. Und wenn wir die Bibel lesen, da finden wir ein ganzes Kapitel darüber, wo diese Liebe auch beschrieben wird. Diese Liebe junger Menschen, die zueinander gefunden haben und wirklich bis zum Stehkragen verliebt sind. Im Hohelied, ich lese uns da auch mal ein paar Verse vor, Kapitel 4, da heißt es, verzaubert hast du mich, Hohelied 4, Kapitel 4, Verse 9 bis 11. Verzaubert hast du mich, Geliebte, meine Braut, ein Blick aus deinen Augen, und ich war gebannt. Sag, birgt er einen Zauber, der Schmuck an deinem Hals? Wie glücklich du mich machst mit deiner Zärtlichkeit, mein Mädchen, meine Braut, ich bin von deiner Liebe berauschter als von Wein. Du duftest süßer noch als jeder Salbenduft. Wie Honig ist dein Mund, mein Schatz, wenn du mich küsst, und unter deiner Zunge ist süße Honigmilch. Die Kleider, die du trägst, sie duften wie der Wald, hoch auf dem Libanon. Wir merken, die Bibel kann das auch, nicht? Nicht nur die Dichter. Gott hat uns auch das gegeben, diese Liebe. Etwas Schönes steht in diesem Hohelied, wo wir heutzutage viel lernen könnten. Da steht nämlich, ich suchte, den meine Seele liebt. Das ist etwas anderes als das, was heute propagiert wird. Ich suchte den Körper, den ich liebe. Die Seele ist gemeint. Die Bibel geht tiefer. Und die Bibel ist wirklich eine echte Hilfe. Das finden wir dort. Oder ich nenne eine andere Situation, wenn eine Frau ihr erstes Kind bekommt. Das ist etwas ganz Großartiges. Auf einmal hält die Frau ein Kind in der Hand, im Arm, das sie selbst geboren hat. Das muss man sich mal vorstellen, was für eine Situation. Das ist etwas ganz Besonderes. Hier sind viele Mütter heute Abend. Ist das nicht so? Ist ganz großartig. Man hält ein Kind im Arm. Das habe ich selbst zur Welt gebracht. Was für ein Gefühl, für ein hohes Glück, was es da erlebt. Oder stellen wir uns vor, ein Olympiasieger, er hat ein Leben lang trainiert, um dann bei der Olympiade die Goldmedaille zu kriegen. Und er bekommt sie. Er hat es geschafft. Er steht auf dem Treppchen, er kriegt den Blumenstrauß überreicht. Die Goldmedaille wird ihm umgehangen und jetzt steht er dort und die Fernsehkameras surren. Welch ein Gefühl. 20 Jahre dafür gearbeitet, jetzt mal 3 Minuten dort im Rampenlicht zu stehen. Was für ein Gefühl. Nicht? Es gibt also viele solche Situationen. Manche Situationen, wir sehen das schon, kann gar nicht jeder erleben. Nicht? Ich habe noch nie eine Goldmedaille gewonnen. Ist auch nicht nötig. Aber wir sehen, es gibt solche erhebenden Augenblicke. Wie fassen wir alle diese Dinge, die es in dieser Welt gibt, wie nehmen wir sie wahr? Wir nehmen sie wahr mit unseren Sinnesorganen. Wir sehen das, wir fühlen das, wir hören das mit unseren Sinnesorganen und mit unserem Herzen. Wir sind bewegt davon. Ja? So nehmen wir alle Dinge in dieser Welt wahr. Und jetzt kommt die Aussage der Bibel zum Himmel.
Und da merken wir, das ist völlig anders. Das ist eine Qualitätsstufe, die weit darüber hinausgeht. Da heißt es in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Nie hat jemand so etwas erlebt, nie. Selbst der Verliebteste nicht, selbst die glücklichste Mutter nicht, selbst der Olympiasieger nicht, nicht der Nobelpreisträger, wenn es auch nur Minuten waren, nichts in dieser Welt war so beglückend, war so besonders, so schön, so einmalig, wie das, was Gott für uns im Himmel vorbereitet hat, und zwar eine ganze Ewigkeit, nicht 3 Minuten auf dem Treppchen stehen. Die ganze Ewigkeit wird von dieser Qualität sein, weil Gott derjenige ist, der das bereitet hat. Nichts in dieser Welt ist also vergleichbar dem, was im Himmel sein wird. Haben wir da nicht Lust, dabei zu sein, dorthin zu kommen, an jenen Ort? Also ich ja. Als ich das hörte, diese Botschaft, ich kam mit fliegenden Fahnen, das ist meine Botschaft. Und der Vorteil, das stimmt, das ist wahr. Der Jesus hat sich verbürgt dafür, dass das stimmt. Bin ich sofort gekommen mit fliegenden Fahnen. Wunderbar. Und dass es eine solche Perspektive gibt, dass wir eine solche Zukunft haben. Großartig ist das. Alle Beschreibungen, die wir über den Himmel wagen und treffen nie diese Wirklichkeit, die Gott in seiner Allmacht, in seiner Liebe vorbereitet hat für uns. So groß ist das. Aber jetzt komme ich zu dem anderen Ort, zu der Hölle. Ich muss das Bild auch zeichnen. Und ich habe gesagt, kein Ort, keine Situation, keine Begebenheit auf dieser Erde ist vergleichbar mit der Hölle. Ich habe mal gelesen von Forschungsreisenden, sie waren durch den Dschungel im Amazonas gegangen und haben dort sehr viele Plagen erlebt. Alle möglichen Moskitos und Schlangen und was sie alles erlebt haben. Und am Ende schrieben sie einen Bericht und der Artikel hatte den Namen Wir gingen durch die grüne Hölle. Da kommt der Begriff vor, die grüne Hölle. So verwenden wir auch oft den Begriff in Sprichwörtern. Aber wie ist das eigentlich mit der Hölle? Ein bekennender Christ war 14 Jahre in kommunistischen Gefängnissen gewesen. 10 Jahre unter der Erde hat man ihn gehalten. Er hat nicht widerrufen. Dann hat er gesagt, er hat nie einen Sonnenstrahl gesehen, nie ein gutes Wort gehört, nur Propaganda aus dem Lautsprecher Tag und Nacht. Kommunismus ist gut, Kommunismus ist gut. Er sagt, ich habe immer dagegen gehalten. Jesus lebt, immer im Takt gehalten. Hat durchgehalten. Dann hat er gesagt, irgendwann wurde er auch zermürbt und er sagt, jetzt bin ich doch in der Hölle. Dann wurde ihm klar, er sah einen Becher Wasser dort stehen, in seiner Zelle. Nein, sagt er, das ist noch nicht die Hölle, denn hier gibt es noch Wasser. Und so war er nicht in der Hölle. Und diese Welt, wenn ich eben die schönen Situationen geschildert habe, in dieser Welt gibt es Folterungen und Verstümmelungen, es gibt Gräuel und Verwüstungen durch Kriege, es gibt Plünderungen, Vergewaltigungen, Kindesentführungen und Misshandlungen. Es gibt Mord und Totschlag. Es gibt alles in dieser Welt. Wir müssen nur die Zeitung aufschlagen, dann sehen wir das. Überall geschieht das. Schreckliche Krankheiten gibt es, die zum Tode führen. Es gibt Mobbing an den Arbeitsplätzen hier und da. Es gibt zerrüttete Ehen. Manchmal hält man das eine Zeit aus und dann wird es so schlimm, dass man in die Scheidung geht. Obwohl es vielleicht so schön angefangen hat, wie wir das am Anfang geschildert haben. Aber dann ist das kaputt. Das ist zu Ende. Das gibt es alles in dieser Welt. Wir haben Ängste vor Feinden, vor Gefahren. Wenn wir das alles zusammennehmen, dann müssen wir mal dagegen halten, was sagt eigentlich der Herr Jesus über die Hölle? Wie beschreibt er sie? Er sagt, es ist ein Ort der Finsternis. Es ist ein Ort des Heulens und des Zähneklappens. Es ist ein Ort, wo der nagende Wurm nicht stirbt. Es ist ein Ort in Flammen. Es ist ein Ort des ewigen, nicht verlöschenden Feuers. Es ist ein Ort der ewigen Pein. Ein Ort der Verdammnis. Ich habe nicht die Courage, ein klein wenig davon wegzulassen, was der Jesus gesagt hat. Das werde ich nie tun. Möge es Gott mir schenken, dass ich das nie retuschiere. Denn das sind Worte Jesu. Er hat das gesagt. Er hat uns die Hölle so beschrieben. So schrecklich ist dieser Ort. Er hat uns aber auch diese Welt beschrieben. Er hat uns diese Welt anschaulich beschrieben, wie wir es nachvollziehen können, wie diese Welt wirklich ist. Und wenn wir diese Welt uns ansehen, wie sie beschrieben wird, dann heißt es, sie sind Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist die Verdammnis. Nein,
Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Oder die ganze Welt liegt im Argen. Das ist die Beschreibung dieser Welt. Dieses Geschlecht ist ein arges Geschlecht. Wer sich aber mein und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, in welchem ihr vormals auch gewandelt seid nach dem Lauf dieser Welt. So beschreibt der Jesus und die Apostel diese Welt. Und wir merken, dass ein Riesenunterschied, obwohl das negativ beschrieben wird, diese Welt, ein arges Geschlecht, ein sündiges Geschlecht, ein ehebrecherisches Geschlecht, so wird diese Welt beschrieben. Aber keines dieser Worte kommt vor bei der Beschreibung der Hölle. Das sind völlig andere Worte, die der Jesus wählt. Wir sehen, das ist ganz grundlegend unterschieden. Und darum folge ich und sage, keine Situation in dieser Welt, und mag sie noch so schlimm sein, ist auch nur annähernd vergleichbar mit der Situation der Hölle. Keine. Warum? Alle Situationen, die wir auf dieser Welt kennen, sie sind alle vergänglich. Alle. Und mag uns noch so Schlimmes treffen in dieser Welt, es ist vergänglich. Auch die Leute, die auf der Titanic saßen und die Titanic dort unterging, wie lange hat das gedauert, die Panik? Na ja, vielleicht 2 Stunden, so etwa. Da war Paniksituation. Und dann wurden einige gerettet und die anderen gingen unter. Und da waren etliche, die haben gebetet. Und sie kannten den Herrn Jesus und wussten, wo sie hingehen. Die gingen nicht auf den Grund des Atlantik, nur ihre Leiber. Sie selbst gingen zum Herrn Jesus, aber nur die, die an ihn glaubten. Nur die, die gesagt haben, der Jesus ist mein Herr. Nur die. Die anderen nicht. Aber für diejenigen war das eine kurze Zeit, 2 Stunden Panik. Kann man durchstehen. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalten würde. Vielleicht würde ich schreien, würde ich alles machen in so einer Situation. Aber es geht alles vorüber, alles. Alles in dieser Welt ist vergänglich. Nicht nur das Schöne, auch die Dinge, die schlimm sind. Die Tragik der Hölle ist, dass sie unvergänglich ist. So hat es der Jesus gesagt. Es vergeht nie. Es gibt kein Ende. Es gibt keine Hoffnung. Dort ist Gott nicht mehr. Gott ist nicht mehr da. Er hat gesagt, es ist der Ort, wo Gott das absolute Nein zum Menschen gesagt hat. Dort hat es auch keinen Zweck zu beten. Kein Gebet wird mehr erhört. Nichts, nichts dringt mehr zu Gott. Es ist völlig abgeschlossen für sich. Nichts Angenehmes gibt es. Nichts, absolut gar nichts. Und das hört nicht auf. Da kommt zu der absoluten Hoffnungslosigkeit noch die Depression dazu. Wenn man keine Hoffnung hat, dann wird man depressiv. Das kommt auch dazu. Ich will das nicht weiter ausmalen. Wir merken schon, nichts in dieser Welt ist so schrecklich wie jener Ort. Und nichts ist so schön und so gut wie der Ort des Himmels. Jetzt, wenn ich davor stehe und in die Entscheidung gestellt werde, wo will ich hin? Ich meine, das kann doch nur eindeutig sein, oder? Da kann ich doch nur sagen, ich will in den Himmel kommen. Ich will an jenen Ort kommen, wo Gott ist. Ich will an jenen Ort kommen, wo Jesus ist, der die absolute Liebe verkörpert. Wo das absolute Vertrauen herrscht. Wo Freude ist. Wo alles auch ohne Ende ist. Ein Fest ohne Ende, haben wir neulich gesagt, wird es sein. Viele Facetten hat der Himmel. Es wird ein unvorstellbar schöner Ort sein, wo wir uns aufhalten dürfen. Und das Schöne ist, dieser Gott will, dass wir dorthin kommen. Er will, dass wir an jenen Ort kommen. Ich hielt neulich einen Vortrag, kommt hinterher ein junger Mann auf mich zu. Der hatte 5 Fragen aufgeschrieben und der hat sehr scharf mitgedacht, hat mir sehr gut gefallen. Und er sagte, beantworten Sie mir diese Fragen. Ich habe es mir durchgelesen, habe sie beantwortet, Stück für Stück. Und dann war eine dabei, die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das war die beste Frage. Ich würde sagen, eine der besten Fragen, die ich je gehört habe. Er hat nämlich gesagt, warum kann Gott nicht alle Menschen in seinen Himmel hineinlassen? Er hat die Allmacht, er hat die Vollmacht, er ist ein Gott der Liebe. Gar keine Frage, er kann doch alle hineinlassen. Warum, so sagte dieser junge Mann, warum hat Gott das Kreuz aufgerichtet und dann seinen Sohn dort sterben lassen? Das verstehe ich nicht. Ich sage, Sie haben die beste Frage gestellt. Und dann fiel mir spontan ein, und das schenkt einem Gott in solcher Situation auch die richtige Antwort zu geben, zu der ich auch heute noch stehe und auch im Lichte der Bibel. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie, diese Welt, wenn Sie sich die ansehen, wie sie heute ist, 2 Weltkriege in diesem Jahrhundert und diese Not, die wir in den verschiedenen Ländern haben, 33% Ehescheidungen in Deutschland
Und alle diese Dinge, die wir beobachten, wodurch sind die gekommen? Wodurch? Verursacht durch eine einzige Sünde im Garten Eden. Das war der Anstoßpunkt. Somit, so fing das an. Die Sünde hat eine Eigenschaft, die eskaliert. Für die Mathematiker sage ich das mal nicht nur e hoch x, sondern e hoch x Quadrat oder x hoch n. Eine unvorstellbare Funktion hat die, die schnellt nach oben und macht alles kaputt, zerstört alles. Und darum sagt Gott, nicht eine einzige Sünde lasse ich in meinen Himmel hinein. Denn würde ich eine Sünde dort hineinlassen, geht der Himmel genauso kaputt. Dann ist der Himmel nicht mehr Himmel. Und da sagt Gott, das will ich auf keinen Fall. Aber ich tue alles für die Menschen, um sie zu retten. Ich tue alles, damit sie wirklich ohne Sünde in den Himmel eingehen können. Und darum schicke ich meinen Sohn Jesus in diese Welt, dass er die Sünde der Welt trägt und dass die Menschen vollständige Vergebung bekommen können und dann freie Fahrt zum Himmel haben. Gott hat einen Plan gehabt, den er durchgeführt hat. Niemand muss sich mehr selbst erlösen wie in den Religionen. Niemand. Wir können jetzt zu ihm aufbrechen und sagen, Herr, hier bist, siehst du mich mit all meiner Verlogenheit und Verlorenheit und mit meinem verfuschten Leben, so wie ich bin. Vielleicht auch bin ich selbst eingebildet, selbstgerecht, kann auch sein, auch das ist schlimm. Alles das, was vor Gott nicht in Ordnung ist, das bringe ich dir heute, Herr Jesus, hier, nimm alles unter dein Kreuz, vergib mir alles und nimm mich an, wie ich bin und öffne mir die Tore des Himmels. Das ist das Angebot von heute, das sagt er, das ruft er uns heute zu. Komm, nimm das an. Lass dich durch nichts abhalten, durch gar nichts, überhaupt nicht, durch keine U-Bahn, keine S-Bahn oder sonst was, was da fährt. Dauert sowieso so lange gar nicht, aber wir brauchen noch etwas Zeit. Nur, dass wir diese Sache unbedingt festmachen, dass wir versichert sind für Zeit und Ewigkeit. Das steht zur Debatte, das steht an, das müssen wir haben. Wir müssen unbedingt diese Lösung haben für unser Leben. Und der Jesus ruft und sagt, komm doch, ich lade dich ein, ich lade dich heute ein. Und wenn du das tust, schenke ich dir die ganze Ewigkeit. Geschenkt. Nimm die Hand und nimm's und mache diesen Jesus zum Herrn. Zum Herrn deines Lebens. Tu das heute. Wenn du das tust, diese beiden Dinge, dass du dir alle Schuld vergeben lässt und den Herrn Jesus ganz annimmst und ihn zum Herrn machst, dann ist er auch der Herr der Ewigkeit. In der Ewigkeit ist er auch der Herr. In der Ewigkeit ist er der König. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er ist der Höchste über alle. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also auch im Himmel ist er der Herr über alle Dinge. Und da fangen wir heute schon an und machen ihn heute schon zu unserem Herrn. Das ist möglich und das wollen wir tun. Und wir wollen uns zu ihm hinwenden, bedingungslos. Und ihm unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Liebe schenken. Dann sind wir durch. Wie lange Zeit braucht man dafür? Ja, einen Abend. Eine halbe Stunde. Nicht mehr. Wie auch immer. Wie lange wir da hinten noch reden werden. Dann sind wir fertig. Dann werden wir ihm das sagen in einem Gebet, sagen, Herr, ich habe das jetzt alles verstanden. Und ich habe mich entschlossen, ich möchte einmal eine Ewigkeit bei dir im Himmel sein. Ich komme jetzt. Hier bin ich. Hilf mir. Und er sagt, ich nehme dich heute an. Und er wird uns an jenem Tag zurufen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Müssen wir es nur noch tun. Wir sind geladen. Wir wollen ihm dafür danken. Und darum möchte ich jetzt mit uns beten. Lieber Vater, in dem Himmel, in Jesu Namen, sagen wir dir Dank für diesen Abend. Danke für dieses Geschenk, dass wir hier so uns in diesem Modehaus so versammeln dürfen. An diesem Ort. Mache diesen Ort zu einer Stätte der Rettung für Zeit und Ewigkeit. Danke, dass du das schenken willst. Lob und Dank sei dir, du unser Herr Jesus Christus, der du solches willst und solches vorhast. Du willst nicht, dass ein einziger hier verloren geht, keiner. Du möchtest jeden retten. Herr, schenke, dass niemand heute so nach Hause geht, ohne diese Entscheidung getroffen zu haben. Bitte, hilf einem jeden, dass es wirklich zu einer klaren Entscheidung kommt. Danke, Herr, dass du es tust und dass wir es nicht sind, die es machen. Du bist der einladende Herr, weil du auch der Herr der Ewigkeit bist. Wir preisen deinen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.